Das Europäische Gericht erster Instanz musste vor kurzem entscheiden über verschiedene Fälle des Faceliftings bei Pkw. Konkret ging es da um die Frage, ob die Gestaltungsfreiheit, die bei der Beurteilung des Gesamteindrucks von Bedeutung ist, ob die deshalb eingeschränkt ist, weil man den Wunsch hat, sich an der Serie und an den alten Versionen des Pkw zu orientieren. Das Europäische Gericht hat entschieden, dass auch bei solchen Fällen des Faceliftings die allgemeinen Regeln über die Beurteilung des Gesamteindrucks heranzuziehen sind, sodass in diesen Fällen jeweils im Einzelfall zu klären ist, ob die Schutzfähigkeit gegeben ist oder nicht. Ganz konkret führte das dazu, dass bei dem Porsche 911 nach Facelift eine Schutzfähigkeit nicht gegeben war, während umgekehrt zum Beispiel beim VW Bus die Unterschiede hinreichend waren, sodass ein abweichender Gesamteindruck angenommen werden konnte. Den Experten im Designrecht erkennt man daran, dass er von Design auf der einen Seite und von Gemeinschaftsgeschmacksmustern spricht. Das zeigt, es gibt zwei Gesetzestexte, die hier relevant sind. Das ist zum einen das deutsche Designgesetz, nach dem eben deutsche Designs in Deutschland geschützt sind. Und daneben gibt es eben ein weiteres Schutzrecht, das ist das sogenannte Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Das schützt auf europäischer Ebene und europaweit. Und dieser Kommentar führt jetzt diese beiden Gesetze zusammen und kommentiert beide. Das hat einen erheblichen Vorteil, weil die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung gewisse Lücken hat und diese Lücken werden durch das nationale Recht aufgefüllt. Und der Nutzer kann dadurch, wenn er also eine Fragestellung im Bereich der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung hat, eben durch die Verweise dann auch die jeweiligen nationalen Vorschriften und die nationalen Grundsätze mit nachschlagen und findet diese eben auch in der Kommentierung. Insofern ist das eine umfassende Kommentierung, die alle Facetten des Designrechts mit umfasst. Ich bin sehr glücklich, dass wir Frau Fink gewinnen konnten von der Beschwerdekammer des EuIPO. Dort ist sie zuständig für Nichtigkeitsverfahren gegen Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Sie ist insofern kompetent für alle Fragen, die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung betrifft. Weiterer Autor ist Herr Meiser vom Bundespatentgericht. Er ist beim Bundespatentgericht zuständig für Nichtigkeitsverfahren gegen deutsche Designs. Und ich komme eher von der Verletzungsseite, also alle Fragen, die die Verletzung von Designs und Gemeinschaftsgeschmacksmustern betreffen. Wir haben also alle etwas unterschiedliche Kompetenzen und es ist aus meiner Sicht ganz schön, dass wir da die verschiedenen Blickrichtungen, die wir drei haben, in einer Kommentierung zusammenführen können. Das Werk richtet sich zunächst einmal an alle, die Gestaltungen entwickeln und entwerfen. Das gilt vor allem für Unternehmen, die dann natürlich auch überlegen, ob sie einen solchen Entwurf schützen lassen wollen oder nicht. Und da ist vorrangig natürlich der Schutz als Design- oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Daneben ist der Kommentar natürlich sehr wichtig für alle Patentanwälte, die eben auch regelmäßig Anmeldungen von Designs und Gemeinschaftsgeschmacksmustern vornehmen, aber selbstverständlich auch für alle Rechtsanwälte, die im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes tätig sind. Letzter Punkt, und das ist natürlich auch ganz wichtig, auch alle Richter, die in dem Bereich Designrecht zuständig sind und also Verletzungsfälle, aber auch Nichtigkeitsverfahren behandeln, sind natürlich Nutzer dieses Werkes.